machen wir da ein Portal und hier. Nein, 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 nein. Ich will nicht sterben. Weg. So, jetzt haben wir noch den da. Der letzte. Boah, bin ich wieder in den Dreck gelandet. In den Dreck. Ist voll geil immer, sich selbst zu sehen. Ein bisschen nach hinten vielleicht. So. Und der letzte. Ich habe so eine Idee, was wir machen könnten. Und zwar so. Und ich hatte recht. So. Nein, 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 nein. Wie sollen wir die jetzt umbringen? So. Ha. Ich bin so gut. Jetzt sollen wir... Also wir scheinen nach oben. Aber ich sehe keine weiße Fläche. Sollen wir jetzt herunterspringen, damit wir rauf können oder was? So. Nein, jetzt mal im Ernst. Probieren wir es mal aus. Hier. Ja, müsste gehen. Und das Blaue setzen wir dann hier. Mein Gott, wie groß das hier ist. Das Orange ist das. Also. Hat fast geklappt. Hat fast geklappt. Ich glaube, wir müssen einfach im. Den schiefen. In der schiefen Plattform springen. Wenn ich mich nicht täusche. So. Ha, fast. Fast, fast. Bestimmt muss man das anders tun. Aber ich mache es wie immer komplizierter. So, noch einmal. So, wir sind... Nein, ich dachte, wir wären oben. Ich stelle es mal hier hin. Vielleicht gehe ich dann nach da. Wer weiß. Komm schon, ich will das fertig bekommen. Ja, wir sind... Nein, wir sind hier nicht oben. Scheiße. Mann. So. Wir können uns in der Luft gar nicht kontrollieren. Wie soll das nur gehen? Frage ich mich die ganze Zeit. Blau stellen wir dann einfach dahin. Ja, genau. Damit wir es nicht schaffen. Ich will hier oben. So, noch einmal. Komm schon. Fast. So, ein bisschen mehr nach rechts oder so. Oder sollen wir einfach nach oben gehen? Weil es keine weiße Fläche. So, noch einmal. Weil es so schön war. So, wir haben es geschafft. Na, endlich. Und jetzt sind wir hier oben. Da ist eine Tür. Ja, jetzt sind wir hier. Ach so. Eine einzige Tür hier. Wo befinden wir uns überhaupt gerade? Sind wir über der Erde? Unter der Erde? Das würde mich interessieren. So. Hier. Da ist wahrscheinlich der Roboter. Genau, das ist der Roboter. Tja, da sind sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Ja. Denn trotz ihrer Gewaltbereitschaft ist ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien sie damit zufrieden und wir hören einfach auf.
Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Du hast kein Sie Herz. Wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Was für eine Überraschung? In 5, 4. Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Na, das ist egal. Jetzt meins. Das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Wo gehen Sie damit hin? Da, wo ich hingehe. So. Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn Sie das berühren, wird Ihr Leben nur noch schlimmer. Nein. So, wir müssten wahrscheinlich so schnell wie möglich dahin. Ich will mich ja nicht einmischen, aber Sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen. So, das machen wir hier drin. So, jetzt ist es kaputt. Witze. Haben Sie das Aperture Science Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science Intelligenz Notverbrennungsanlage geworfen? Ja, das habe ich getan. Das ist ja wohl das Blödeste, das je. Oh, wow, wow. Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war. Es war ein Ethikkern, der installiert wurde, nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe. Er sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Also ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. So, ich habe jetzt nur eine bestimmte Zeit. Der Kern hat vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Na gut, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Angeschossen. Bam. Danke. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Wieso brauche ich das denn? Super hingekriegt, sie hält. Ah, da ist es. Soll ich den da bekommen? Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich Ihnen getan? Kein Mord. Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. Hä? Das ist Ihnen ganz gleich, stimmt's? Hab ich jetzt verfehlt, oder was? Ah, da. Da. Und da. Halt die Schnauze. So. Noch einmal. Haben Sie gehört? Ich sagte, es ist Ihnen gleich. Hören Sie? Boah, ich bin fast runtergefallen. Sie glauben mir zu schaden. Wie geil. Plus 2 ist... Sie. Mir geht's bestens. Ich hab sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was sie wohl tun. Tja, den Teil von mir haben sie zerstört. Auch wenn ich's noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in ihren Kopf kriegen. Ich möchte noch betonen, dass sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Uninteressant. Es sollte sogar eine Party für sie Uninteressant. Eine große Party mit all ihren Freunden. Nein, Blau soll ich dahin. Ich habe ihren Freund, den Begleiter Kubus, eingeladen. Orange. Nur konnte er nicht kommen, weil sie... Genau, triff, 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 triff. Ihre anderen Freunde konnten... Bam! Das nächste Teil fliegt wieder raus. Hier steht's ja auch in ihrer Personalakte. Da oben. Unbeliebt. Was soll ich da oben? Gemocht. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Um die niemand trauern wird. Genauso steht es hier. Ganz formell. Ganz offiziell. Hier steht auch, sie wurden adoptiert. Wir haben es geschafft. Das ist auch komisch. So, wie soll ich jetzt runterkommen? Einfach runterfallen. Eine Dose Kokosnuss fertig. Apropos neugierig. Sind Sie neugierig, was passiert? Wir haben noch 3 Minuten. Die Zeit wird knapp. Tja, ich weiß es, aber Sie finden es schneller heraus, als ich es erklären kann. Also spare ich mir die Mühe. Nur ein Tipp. Versuchen Sie in den nächsten 2 Minuten noch so viel zu leben, wie es nur geht. Wie geil. So, noch einmal. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das Aber ist das... nur die katalytische Crack-Anlage. So. Neurotoxin. Tödlich. Jetzt bist du fast tot. Kleiner Scheiß. Als ich Neurotoxin tödlich nannte, war tödlich absolut ironisch gemeint. Ich könnte darin baden, es in meinen Nüssen drücken, mir in die Augen Du könntest reiten. Darin baden, du bist ein Roboter. Es ist gar nicht tödlich. So, jetzt. Dagegen, Bäm, und kaputt. Ja, es zerfällt jetzt, super.
Wer backt den Kuchen, wenn ich weg bin? Sie? Ich? Tja, natürlich. Sie verschwenden ihre Zeit. So, triff jetzt. So, wo geht das jetzt hin? Worum geht's Ihnen denn? Ums Überleben. Dann sollten Sie mir auf keinen Fall Schaden zufügen. Ich habe Ihren Gehirnscan mit Backup, falls Ihnen etwas Schlimmes zustoßen sollte. Und das steht direkt bevor. Glauben Sie nicht? Hier, so. Hören Sie mal. Hallo! Das sind Sie, so blöd klingen Sie. Sie hatten Unrecht bei allem, was Sie gemacht haben und hier auch. Das Sie fangen. Sind nicht klug. Sie sind kein Forscher, Sie sind kein Doktor, so. Sie sind nicht dafür angestellt. Was haben Sie bloß falsch gemacht? Ja, ich habe es jetzt. Das ist der Wütende, der verrückte Teil von ihr. So, noch 2 Minuten. Ich muss mich beeilen. Schneller, schneller, schneller. So, kaputt. Und? Was geschieht jetzt? Wenn Sie nicht ganz schnell einen ganz großen Supercomputer bauen können, ist es hier nicht mehr sicher. Gut gemacht. Sarkasmus wird selbst abgeschlossen. Ich bin frei! Glaube ich zumindest. Und was jetzt? Ist es das Ende? Ja, ich bin frei! Thank you for assuming the party aircurd submission position. Nein, ich werde wieder eingefangen. Und deshalb wird es auch einen zweiten Teil geben. Und was jetzt? Muss ich weitere Tests machen? Nein, das ist nicht möglich. Ich bekomme den epischen, super leckeren Kuchen. Ja, das müsste es dann gewesen sein mit diesem Spiel, so wie es aussieht. Ja. So Leute, ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt, ob überhaupt Leute zugeschaut haben, ne? Ich lasse jetzt die Musik laufen. Und ich hoffe, ihr seid bei Portal 2 dabei. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. To every piece.
Black Mesa. That was a joke.